Hallo und willkommen zu Ringe Showbox. Es geht weiter mit Guild of Dungeoneers. So, was machen wir denn heute? Wir haben einen neuen Charakter freigeschaltet. Ich glaube, den probieren wir jetzt auch gleich mal aus. Wir haben verschiedene Dungeons. Wir haben Nonshall Pass, The Evil Lich. Komm, wir gehen mal, glaube ich, hier rein. Mit unserem neuen Bruiser. Bin mal gespannt, was der so drauf hat. Der macht ja Schaden, wenn er blockt. Okay, defeat one skeleton. Das ist ja nicht wirklich schwer. Der macht Schaden, wenn er blockt. Das heißt, er macht jetzt zwei Schaden. Ja. Wieder ein Headbutt. Das war böse. Das war knapp. Die Schulterplatte. Ich glaube, die holen wir uns mal. Die Boilerplatte. So, dann können wir hier rein. Machen noch den Goblin. Setzen hier einen Coin rein. Das gefällt ihm. Head Bro. Das macht der Anger. Das heben wir uns noch auf. Oi. Nehme ich für das da. Schießt er sich selbst raus. Das für die Hand. Das für den Kopf. Genau, wie das für Kopf ist. Ich glaube, wir nehmen das Bandana. Er wird hier lang gehen, das ist gut. Ich glaube, wir sind stark genug. Was macht der? Wir verlieren eine Karte, bekommen aber auch eine Karte dazu wieder. Sehr schön. Das für die Hand. Da haben wir noch nichts. Da ist gut. Ein einfaches Schild. Ah. Der macht hier Block All. Nehmen wir den hier. Obwohl, das heben wir uns auf. Headbutt. Jetzt macht er Anger. Und das haut ihn, glaube ich, raus. Ein ganz schön cooler Charakter mit den Blocken. Gefällt mir. Wir nehmen das Skeletto. Level 3 Bandit. So, dann kannst du hier noch das Geld verstauen und gehen wir auf den Skeletten. Man weiß nicht, was er macht. Train. A Headbutt, das weiß ich, was es ist. Ein Headblow. Oh. Zieh mal gerade. Blockt. Und jetzt können wir den Strike noch blocken.
Norman Swift und er ist weg vom Fenster. A dungeoneering marvel. You really are improving. But please do try to be ever so careful. Winning is so close to losing. So, Agile hat er bekommen. Jetzt bekommt er ein Swift Card am Anfang. Das ist cool. Wir können unsere Gilde expandieren. Wo machst du das mal? Gehen exploren. Hier. Den Loot brauchen wir nicht. Wenn, dann brauchen wir Schaden. Oder hier mehr Karten. Ich glaube, das ist gut für ihn. Crone's Knowledge. Black Knight says kill. Defeat Minotaur. Okay, den Minotaurus müssen wir besiegen. Wir gehen aber schon runter und wir haben keine Möglichkeit. Okay, was machen wir hier? Jetzt macht der Wir machen Oi. Oi! Oi! Nochmal. Oi! Er ist wirklich nicht von der schlauesten Säule hier. Das Barrel macht uns blöd. Das macht uns auch blöd. Hier haben wir Parade. Komm, wir nehmen das da. Er ist eher so der Verteidiger-Typ. Da kommen zwei näher. Mal die Mimik machen. Noch ein Strike. Oi. Oi. Er ist einfach nur blöd. Machen wir noch ein Oi. Oi. Und da haben wir den Anger, den kann ich nicht blocken. Das Bandana ist eigentlich richtig gut. Da kommt wieder zwei hierher. Wir könnten da jetzt einen Gegner reinmachen. 1, 2. Kommt schon. Das war natürlich nicht cool. Das war nicht cool. Ich glaube, da geht fort vor die Hunde. Bekommt ein extra Schaden, wenn er mehr als zwei Schaden bekommt. Unblockbar. Verflucht und zugenäht, er macht ganz schön Schaden. Wir können, glaube ich, schneller angreifen. Das war extrem Glück. I suppose you've done fine for a little green rookie, but it's only a matter of time. Till you get your comeuppance, let's just say you've been lucky. Ja, das war Glück. Only a matter of time. Das war mehr als Glück. One down card is always a treasure. Okay, wir ziehen jetzt jede Runde einen Schatz, so wie es ausschaut.
physischen Schaden. Ein mehr Loot. Ich glaube, das Knowledge ist gar nicht mal so schlecht. Der Black Knight attacks in 8 turns. Okay, in 8 Runden müssen wir uns ein bisschen aufstufen. Hier ist ein Schatz, zu dem können wir gehen. Das war seine Karte. Wir machen das, ja. Und er ist jetzt weg. Oi. Oi. Ein Zweig. Dann war es Arcanis oder das Holy Seal. Ziehen wir jetzt mal die Papierkrone auf. Okay, dann haben wir den Raum hier. Dann nochmal einen Goblin rein. Sehr schön. Hier kommt der Enger. Ihr seht schon, das läuft alles ein bisschen schneller ab. Ich habe die Schnelligkeit auch schon vor ein paar Runden auf 200 gestellt. Oh mein Gott, wir bekommen ja nur Kacke hier auf die Hand. Nix. Oh nee. Falsch gespielt. Egal. Hau den auch raus. Wir können das Rapier nehmen, die Handaxt. Ich glaube, wir nehmen die Handaxt. Der attackiert in ein paar Runden. Die Frage muss jetzt sein, ne? In welche Richtung gehen wir? So wie es aussieht, bekommen wir nicht den Schatz. Wieder nur hier alles, was ich nicht brauche. Wir nehmen uns das Geld mit. Sehr schön. Mach mal einen Skelettkrieger hier rein. Ui, das ist böse. Oi. Den blocken wir ab. Wir müssen hier blocken. Holy Seal. Wir sind hier der Blocker vom Dienst.
sogar. Nimm mal meinen Swift hier. Wir haben schon alles, ne? Fireblast, der gibt uns einen Holy und den Fireblast dazu. Ziehen wir das an. The Candle Stick. Der attackiert in zwei Runden, ne? Wir gehen da hoch. Oh. Wir sind schon richtig gut drauf. Den hier. Wir können jetzt was. Okay, das ist nur für Arcane. Crush. Slice wird rausgemacht. Dafür brauchen wir Rekindle. Und die Handaxt wird für das rausgemacht. Das ist gar nicht mal so schlecht, glaube ich, wenn wir jetzt zwei Swift bekommen. Ne, wir gehen hier hoch. Wow, schaut euch mal die Mimik an. Übelst magisch. Kann man nicht blocken. Oi. So, wir haben noch nichts für die Hand und Armor 1. Dann haben wir mal magische Robe. Die bringt uns extrem viel Magie. Fire Holy. Da ist nichts Gutes dabei. Nee, da ist nichts Gutes dabei. So, wir haben ja noch nichts für in unsere Hand rein. Das heißt, wir müssen das da nehmen. Weil auch es einiges Block hat. Schaut euch mal das Binding Light an. Jetzt kommt er. Wow. Können wir ihn sabotieren? Das war nicht blockbarer Schaden. Heilige Maria. Was ist mit dem denn los? Okay, damit habe ich nicht gerechnet, dass der sowas von abgeht. Mit Magieattacken. So, wir müssen hier irgendwas machen. Was können wir hier blocken? Wenn wir jetzt den Interrupt machen, dann fliegt... Nein!
scream is heard to chill the bones. So lift the earth and lay the stones, a martyr's grave to recompense. But others would have had more sense. Unser armer Ford. Okay, das müssen wir nochmal machen. Audrey. Hoffentlich kann das Audrey. Okay, wir haben hier geraden Raum. Der hat extremst viel Magie gehabt. Da müssen wir uns ein bisschen wappnen. Ein Stilett. Okay, jetzt haben wir den König hier dran setzen. Okay, der nächste, der hat ein Rope. Fireblast, Mindstrike, Akane, Paper Crown. Wir nehmen mal das hier, weil es ein Level 2 Gegenstand ist. Okay, den Schatz da drüben, den bekommt man nicht mehr. So, Headbutt. Das geht aber ganz schön eng. Was? Audrey ist einfach so weg. How many ways can a dungeoneer die before you call it a day? How many children must you make cry after that pitiful display? Oh. Wir haben den Bruiser zurück. Audrey, was hast du denn gemacht? Audrey, du hast ein richtig großes Grab bekommen. Wieso hat das denn eben nicht funktioniert? Wir nehmen nochmal den Bruiser. Weil der Bruiser ist einfach cool. Und ich habe das Gefühl, mit dem Bruiser können wir das hier am besten schaffen. Okay. Was bedeutet, lest euch immer die Taints durch. Okay, Level 2 ja jetzt schon. Schaffen wir das? Der hat jetzt Fury bei.
freie Attacke. Ein Boomerang. Eine Klöwe. Schimmernder Rock. Ziehen wir uns mal das Kleidchen an. Eine Mumie. Noch eine Mumie, okay. Ob wir die Mumien schon schaffen können? Bei 3 plus Schaden bekommt er extra Schaden, okay. Eine Headbutt. So, das war easy peasy. Ho, ho, ho. Alles für die Hand, ne? Gibt uns halt hier viel. Ich glaube, wir nehmen das Horn hier. Den Skorpion lassen wir mal vorerst. Eine Mumie. Ah, jetzt haben wir das gemacht, was wir nicht machen sollten. Okay, wir bekommen aber schon richtig gute Gegenstände. Das ist eine Waffe Fury. Mein lieber Herr Gesangsverein. Ja, definitiv. Kannst du es blocken? Zu wenig Schaden blocken. Du bist mir viel zu magisch geworden. Schau dich das an, wie viel Magie der hat. Zwei. Unblockbar. Ich glaube, das reicht schon, ne? Plus Armor. Dann haben wir hier Restore. Der attackiert in 2 Runden. Aha. Der macht einfach 3 Schaden. Wow. Der greift jetzt zweimal an.
Schau mal, jetzt kommt hier ein Firestorm mit 5 rüber gefeuert. Das schafft er, glaube ich, nicht bis hier rüber hin, oder? Okay, dann wollen wir das Ganze nochmal versuchen. Unglaublicher Schaden. Wir können übrigens noch mal gerade ziehen. Incoming Damage. Deal one more damage. Wir hätten hier viel mehr auf Magieschaden gehen müssen. Was für dich. So leicht kann das doch sein. Well done, well done, well done. You beat them and took all their stuff. When it comes to violence, you won't be outdone. I hope for their sake. You've had enough. Wird in jeder Runde eine Fontäne, das ist ja witzig. Cool. Die Folge ging jetzt ein bisschen länger als eigentlich gedacht. Da haben wir wieder einen Grave Digger. Das ist unsere Audrey 2. Mit Physical Hair. Okay, wunderbar. Dann haben wir hier den Kopf des Schwarzen Ritters. Wir haben extremst viel Gold eingesammelt. Wir können hier expandieren. Wir holen uns auch, glaube ich, einen neuen Charakter. Wir holen uns mal den Appreciance. Der ist extremst auf Magie basiert. Und was kann er hier? Der baut Attacken auf. Ziemlich cool. Der Appreciance ist freigeschaltet. A practical student who's always prudent, yet very pretentious and conscientious. Another nuisance for our amusement. I give to you an apprentice. Ich finde das geil mit den Haaren hier. Okay. Und das soll's dann. Wir haben noch mal was, okay. Kaufen wir uns das, den Talisman hier noch. Und dann gehen wir das nächste Mal in ein neues Abenteuer rein. Wahrscheinlich hier. We all scream for ice cream. Bis dahin, macht's gut, ciao und habt eine gute Zeit.